In dieser Videoreihe, die aus 8 Teilvideos besteht, wird ein grober Überblick über die Geschichte der Kunstpädagogik gegeben. Das 6. Video thematisiert die gefühlsbetonende musische Erziehung, die sich nach dem Kriegsende in Westdeutschland durchsetzte. In den letzten beiden Videos wurden Epochen behandelt, in denen der Kunstunterricht und die Kunst instrumentalisiert und für politisch-ideologische Zwecke missbraucht wurde. Während die DDR nach dem Kriegsende den Kunstunterricht zur Festigung ihrer kommunistischen Leitmotive verwendete, ging der Kunstunterricht in der BRD einer anderen Auffassung nach. Nach den schrecklichen Ereignissen plädierten die Vertreter der musischen Erziehung, wie zum Beispiel Herbert Trümper, für einen bewusst unpolitischen Kunstunterricht. Nun sollte das Gefühl und der subjektive, emotionale Ausdruck im Gegensatz zur Rationalität der kognitiv-technischen Schulbildung im Fokus stehen. In Anlehnung an die Grundgedanken der Kunsterzieherbewegung sollte durch das innerliche Versinken im bildnerischen Schaffen eine Heilung von den Schrecken des Krieges und des Nationalsozialismus erreicht werden. Der Kunstunterricht sollte als kompensatorisches Refugium dienen und das ursprünglich Schöpferische im Kind beschützen und fördern. Es sollten Freiräume geschaffen werden, in denen das eigenständige Lernen gefördert und die Lernenden zu einem gepflegten Geschmack erzogen werden konnten. Bildnerische Verfahren und formale Inhalte dienten daher nur kurz als Einführung, die dann direkt ins freie Arbeiten überlief. Moderne, abstrakte Kunstströmungen wurden von der musischen Erziehung, welche sich an der Volkskunst orientierte, jedoch weitestgehend abgelehnt. In der Wirtschaftswunderzeit wurde diese Orientierung an der Volkskunst zunehmend kritisiert, da man sie als rückwärtsgewandt empfand. Darüber hinaus führte die stark emotionale und subjektive Ausrichtung der musischen Erziehung zu einer Abwertung des Faches Kunst. Als Gegenbewegung entstand daher der formale Kunstunterricht.